Wie immer, oder? Aber warte, lass mich mal eben gucken, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Da ist die Sarah nicht drauf vorbereitet. Das Licht ist auch noch an. Ihr seid schon eine komische Crew hier, ey, ohne Scheiß. So, Sarahs Schiss. So, Piercing Studio Wermelskirchen, hi. Hi. Das ist immer das Schönste. Stehen, Handschuhe sind startklar. Na klar. Sarah sitzt schon da. Nase ist auch alles fertig. Desinfiziert. Sie kriegt ein Septum-Piercing. Erstmal mit einer Titan-Banane, bevor jetzt gleich wieder jemand fragt, warum eine Banane. Sie möchte erstmal die versteckte Variante haben und danach gibt es einen schönen, dezenten Ring. Ne? Okay. Meine Sarah hat richtig Schiss, die wibbelt hier rum. Habe ich eigentlich nie. Hat sie nie, finde ich jetzt auch komisch. Und ich bin jetzt mit dir aufgeregt. Wenn die Zange sitzt, machst du einfach Augen zu. Okay, die Augen. Ach, das kriegst du hin. Oh Gott, ist die süß. Jetzt mach schnell. Ach, das kriegst du hin. Wir setzen jetzt erstmal. Ja, wir sind halt auch alles nur Menschen, Leute, ne? Also. Wie ist der Druck? Das ist also, das Schlimmste. Und sonst perfekt. Mach euch die Augen zu, dann hast du ganz schnell dein Septum. Und Septum ist gestochen, du hast dich voll erschrocken. Voll. So, Kreislauf. So, einmal eine Frage für zu Hause. Sollen wir Sarah mal lieber so rumlaufen lassen? Sieht ja schon niedlich aus, ne? Ich glaube, wir lassen das mit der Banane. Sieht schon echt süß aus. Oh ja. Oh. Kreislauf. Super. Schmuck ist drauf. Der Schmuck ist drin und du hast das Septum übernommen. Ist scharft. Und die Tränchen. So, Sarah, wie lange haben wir darüber nachgedacht, ein Septum-Piercing zu machen? 2 Tage. Wunderbar. Das war nicht ein Traum. Eigentlich auch nur, weil meine Schwester auf die Idee kam. Ich fand das dann irgendwie süß. Ja, und dann machen wir direkt mit, ne? Du bist ja da ganz flexibel. Ja, wir haben erstmal Angst davor. So, dann machen wir jetzt noch das Kügelchen drauf und dann war es das schon. Von der Skala von 1 bis 10, wie fandest du es jetzt? Ich fand das Nasenpiercing tatsächlich nicht... Ich finde das jetzt schlimmer. Das Septum? Mhm. Ach krass. Aber vielleicht, weil ich einfach die ganze Zeit so eine Angst hatte. Weil eigentlich sagen die meisten, Septum ist ja easy. Meine Schwester hat auch gerade gesagt, das war überhaupt nichts. Vielleicht hast du dich einfach nur zu so reingesteigert. Ja, du hast dich reingesteigert, voll, aber jetzt hast du es. Voll reingesteigert. Und du lebst noch. Du bringst in die richtige Position. Und da ist das versteckte Septum. Schon auf beiden Seiten drauf? Ja. Ach. Fertig. Und dann bringen wir den in die richtige Position. Wie man sieht, sieht man nichts. Ja, mach mal den Zinken ein bisschen hier hoch. Oben süß. Rechts und links. Schön, gefällt mir. Dann machen wir den kleinen Ring rein später. Ja, aber hundertprozentig. So. Oh, Dankeschön. Bitte. Oh ja. Süß. Genau, das dürfen wir nämlich jetzt nicht machen. Am Näschen rumspielen. Das würde dann wehtun. Ah, Dankeschön. So, dann ist sie glücklich. Wunderbar. Bis demnächst. Ciao.